So, weiter geht's. Nicht wundern, ich habe ein bisschen ausgebaut, damit es schöner aussieht als vorher. Und jetzt machen wir die Zwerge platt. Nee. Nehmen einfach mal alle mit. Falls sich irgendjemand hier rein verirrt, habe ich da was Schönes vorbereitet. Halt, falsch. Ja, nehmen wir sie mal mit. Klick, 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 klick. Warum gibt es eigentlich keinen auf einmal Release dafür? Minus die 11 Dinger sind das jetzt 49 Kreaturen, das wird ja wohl reichen, oder? Jetzt habe ich keine Map im Gebiet, dann gehen wir mal unten lang. Das geht eh nicht weit runter, dann. Ein Hit, alle tot. Jetzt kommt niemand an das Buch ran, weil es zu weit hinten liegt. Na gut. Dann halt nicht. Ein großes Spinnennest, kümmert sich auch keiner drum. Schlechter Dungeon hier. So fühlt man doch keinen Dungeon-Kenner. Also 49 Kreaturen, nicht in Anzahl, natürlich in Lebensding, ich weiß gar nicht. 10, 20, 23 Kreaturen. Naja. Knapp um die Hälfte verschätzt, kann passieren. Geht's auch nicht weiter, gehen wir mal da lang. Als ob er das nicht sehen würde. Ah, der ist schon ein bisschen voll. Ah, ne, der wurde nur ferngedamaged. Halt. Ach nee, Quatsch, die Gänge bleiben ja nicht offen. Zu den Worten von Sauron zu sagen: Überraschung! Das ist nämlich der beste Zauber im ganzen Spiel. Der rottet die ganze Gruppe einfach mit zwei Schlägen aus. Und bis sie wieder da sind, hat der Cooldown schon 8 gelassen. Das ist halt voll genial. Nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Elf sterbe. Und so knüppelten oh, die Untergebenen das war mal zu schnell. Bösen den Minenvorsteher nieder. Das innenarchitektonisch begabte Böse machte aus dem Minenvorsteher einen Minenvorleger. So ein Zwergenteppich vor der Minentür machte sich wunderbar. Aber nun war es an der Zeit, diese zerbrechlichen Elfen zu zerdrücken. Jetzt kann ich mich hier nicht mehr raus teleportieren, oder was ist das denn für ein Kack? Guck mal, meine Kreaturen haben PayPal, die werden direkt bezahlt. So, damit war's das. Jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, im Wald war doch irgendwas offen, hat er gesagt. Halt, da. Ah ja, da geht's weiter. Der Boden, der brennt ja immer noch. Ey! Da drüben ist keiner mehr. Wo willst du hin so energisch? Flammabyss? So. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ach je. Klick, 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 klick.
Also ein alle auf einmal hätte dich geschadet. Wenn ich gedrückt halte? Ah, wenn ich gedrückt halte, geht auch. Ja, der ist hier trotzdem alle einzeln fallen. Oh, habe ich daran gedacht, alle zu aktivieren? Nee, den da habe ich vergessen. Hier war doch auch noch irgendwo eins da. Das muss ich auch noch aktivieren. Genau, so. Dann sind die beschäftigt und wir können ein bisschen kaputt machen gehen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Na, 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 schauen wir mal. Falsches Game. Burn, Motherfucker, burn. Durch den sterbenden Wald hatte sich eine Passage direkt nach Schunkelhain aufgetan. Die flammende Legion rückte in Richtung der Stadt vor. Hoffentlich würde nicht noch in letzter Sekunde ein Magier mit einer Elfenarmee auftauchen. Der hatte keine Elfenarmee, der hatte Geister dabei. Und das dürfte wohl aufgrund schon der Gegebenheiten ausfallen. Keine Ahnung, das üben wir aber nochmal. Und dem anderen hatte er auch keine Elfenarmee, da waren es Reiter. Das war den Geistern war ja jemand anders. Das war ja der andere Typ. Ist das schon die Stadt? Oder ist da noch eine Mauer? Ah, Kinders, Verluste vermeiden. Rüstung plus 3. Gib mir mal so einen kleinen Weg, die können doch alle nichts ohne ihre. Ach, da wäre einer gewesen. So. Habe ich eigentlich einen Heilungszauber? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ah, es geht ja nicht gut. Ne, das brauchen wir nicht. Sieht nicht so aus. Zumindest sehe ich jetzt nichts. Na, egal. Dann müssen wir hoffen, dass die Mädels so klarkommen. Gehen wir aber auf jeden Fall erstmal da oben lang. Splittert die Gruppe mal auf. Das riecht nach einem Ort, von dem eine Versteckungstruppe kommen könnte. Aufsplitten, aufsplitten. Und auslöschen. Zwölf Punkte, Alter. Für so ein Gage-Norfi. Und die Gebäude bringen sogar auch Punkte, dann macht es kaputt. Und ihr habt einen Hasen vergessen, das geht nicht, Kinder. Der bringt zwar keine Punkte, aber was soll's. Das ist ein Killerhasen, muss man aufpassen. Wir machen euch kaputt und legen euch in Schutt. Na, 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 na. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Einen Moment, bitte. Überraschung, wird nie langweilig. Batz! Noch eine Gruppe? Nee. Aber die ist stärker wie sonst. Oh, das war ein schon ein größerer Trupp wie sonst. Da war ein Zauberer dabei. Mit der Elfenarmee. Dann war das wohl der Witz mit der Elfenarmee. Naja. Was löst denn jetzt hier eigentlich? Oder ist das der Turm, der das auslöst? Ah ja, es war der Turm, der das auslöst. Etwas zurück, nicht so schnell vorrücken. Weiß nie, wie viel Gegnergesocks da noch rumläuft. Da ist das Hauptgebäude, so wie es aussieht. Gehen wir außen rum, wir machen es ganz platt heute. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ja.
Verstärkung. Feindlich. Ah, die Schwachen gehen jetzt drauf dadurch. Na? Jetzt wurden sie teleportiert. Das Tor ist down. Ach, da ist noch so eine. Ich habe entschieden zu wenig Fernkampfkreaturen, habe ich das Gefühl. Ah, da ist noch sogar so ein Turm oben drauf. Jetzt haben wir ihre Defense ein bisschen aufgewertet. Die Teleportheilung funktioniert ziemlich gut, ne? Huch, da scheint was Größeres zu sein. Ah, ne, sind bloß Gegner. Nichts Spezielles. Oh, jetzt müssen wir aber langsam aufpassen. Zu viele werden, packt der Teleporter nicht. Das ist noch nicht mein Gebiet. Und für den zweiten Angriff, da habe ich kein Problem mit. Was haben sie einen vergessen? Der nimmt permanent Schaden, wodurch? Hau ab. Was ist da denn schon wieder gespawnt? Achso, weil das Tor zerstört ist, wurde das Gebiet hier geändert. Von da komme ich. Ach, von da käme ich auch drüben rein. Ach, sehr schön. Hat sich das auf beiden Seiten geöffnet. Das ist natürlich very nice. Na los, Kinders. Alle mal auf den Heilungsplatz. Nicht alle auf denselben. Nach Möglichkeit. Und dann können wir die Bande holen. Ja, ich weiß, das machen wir zum Schluss. Erst muss die Stadt weg. Wir lassen nichts liegen heute. Hat doch ganz gut geklappt, oder? Hätte schlechter laufen können. Ausgerüstet habe ich ja auch schon alle. Das habe ich extra schon mal gemacht. Na, ich hätte ja sogar auch leveln können. Aber die haben wir jetzt EP gekriegt wie solche. Echt Norbert gerade. Ja, das Goldsammeln läuft, wenn man keins ausgibt. Muss man da sammeln irgendwie nicht. Auch gebe ich auch keins mehr aus, schon seit der ganzen Weile sogar, und trotzdem. Außer jetzt das hier natürlich. Aber es kostet nur 500 und muss nicht ständig gemacht werden. Den hier einsetzen? Ach, das war ja gar nichts. Das lohnt sich ja nicht mal. Ich kann auch nicht von da reingehen, weil hier noch die Katapulte stehen. Da watsch doch lieber und mach erstmal da drüben klar. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Sicher? Bin mir da nicht so sicher. Batz! Und zwei Zauberer, einen Rutsch ausgeschaltet. Butz! Herrlich, einfach herrlich. So.
Wie sieht's denn Heilung aus? Sehe ich hier jetzt wieder nicht, geht doch. Alle wieder fit, Energie sind geladen. Aber ich die ja auch mal leveln müsste, dass ich mehr Heilungsmädels habe, ne? Egal, jetzt ist es auch schon wurscht. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Oh Gott, Kenners. Die Oberwelt. Bam, bam. Bam. Moment, was habe ich da gerade? Es ist Zahltag. Nee, es ist anders, okay. Ich dachte jetzt, da gäbe es vielleicht einen Knopf dafür und ich habe ihn die ganze Zeit nicht gesehen, aber nö, sieht nicht so aus. Gott, was da jetzt noch rot aufgetaucht ist, sind so Kreaturen, das ist jetzt nicht so wild. Die sind ja keine Gegner, man kann sie jetzt mitnehmen für ein paar EP, aber wozu? Ist auch geil, eine fette Stadtmauer und der Rest wird vom Wald abgeschirmt. Das ist halt wieder dieses Hippie-Denken. Der Wald wird uns beschützen. Nein, wir hier nicht. Der sterbende Wald hatte eine Passage nach Schunkelhain freigegeben. Die Flammen der Legion rückte vor. Sauron, ich meine das chaotische Böse, würde stolz auf sie sein. Dachten sie zumindest. Bären sind. Kennen sie nicht. Na, jetzt sag an. Oh, das wäre vielleicht für ihn. Ne, er hat schon. Nehmen wir es für den hier. Er ist eh Fernkampfeinheit, vielleicht hilft's ja was. Na, jetzt. Kommt die Verseuchung. Das arme Schwein, einfach gestorben. So ein armes Schwein. Da geht's nicht weiter. Ja, man könnte sie jetzt mitnehmen, aber mein Gott. Sind ja eigentlich Verbündete, in Anführungsstrichen. Warum ich diese jetzt auch immer mit den Händen gemacht habe, wo es keiner sieht. Siri, erinnere mich dran, eine Facecam zu besorgen. Tut mir leid, aber ich kann Susan nicht in deinen Kontakten finden. Alles klar. Wer auch immer Susan ist. Ist schon hart, wenn das eigene Handy einen nicht versteht. Du Heilerin, du brauchst Sichtweite auf jeden Fall. Das sollte eigentlich helfen, um effektiver zu heilen. Dann sind eh beide leer. So, da ist das Hauptgebäude wieder. Und dann müssen wir wieder hier lang, um die Mauer aufzuräumen. Und dann haben wir die Bude auch schon geklärt. Und dann schauen wir doch mal, ob sie Verstärkung kriegen. Ein Häschen. Es fehlen trotzdem Kreaturen. Oh, ich habe schon wieder welche verloren. Ach, komm. Egal. Alle gestorben, tot und verderben. Oh, es gab nur einen Katapult. Das gewusst hätte. So. Aber ich denke mal, einen weiteren Neustart werden wir nicht brauchen. Sammelt euch jetzt mal kurz hier. Ich guck mal an, wer hier schon wieder alles tot ist. Ja, das habe ich auch erwartet. Die kann ich ja dann durch den Haupteingang schicken, das geht am schnellsten. Und wir gehen rein. Es wird schon irgendjemand kommen, um sie rauszuhauen. Oder? Auch nicht. Ach doch. Laut. Meilen entfernt zu hören. Ein guter Tag.
Oh. Die Verstärkung muss man nicht mal ausschalten. Na, schauen wir mal, ob es noch eine Mission gibt. Es war geschafft. Abermals stand die Armee des ultimativen Bösen vor den Toren Königs Schlunz. Die letzten Helden der Allianz hatten sich hier zusammengefunden, um abermals einen Sieg für das Gute zu erringen. Doch dieses Mal sollte es anders kommen. Und auch wenn das Böse auf seinen Thron verbannt war, Königs Schlund würde fallen. Ah ja, ich kann es mit beiden spielen sogar. Und so stand doch nicht die Horde vor Königs Schlund, sondern das chaotische Böse und seine flammende Legion. Würde diese siegreich gegen die Allianz sein können? Dann werden wir natürlich beides spielen. Wir fangen damit an. So. Dann freut euch auf die nächsten zwei Folgen. Ich hoffe mal, es werden nur zwei Folgen. Und bis zum nächsten Mal.